Heute werden wir Spritzschokolade machen. Ich sehe doch jetzt glatt, dass hier ein E fehlt. Natürlich schreiben wir nur mit einem I und nicht mit IE. Kann ja mal vorkommen. Für meine Spritzschokolade brauche ich eine ganz normale Kuvertüre. Und je nach Menge, was ich jetzt an Schokolade brauche, werde ich mir diese einfach ein bisschen klein hacken und entweder in einem Wasserbad oder in einer Mikrowelle einfach auflösen. Die muss jetzt nicht temperiert werden. Es reicht, wenn ihr die auflöst und circa 35, 40 Grad habt, einfach in eine Tasse geben und diese dann kurz in die Mikrowelle oder einfach in ein Wasserbad. Wichtig ist, dass sie jetzt wirklich absolut aufgelöst ist und ihr keine Stücken mehr drin habt, weil Stücken würden nachher beim Spritzen in der Tüte die Tülle verstopfen. So, jetzt habt ihr, ja, je nach Qualität der Kuvertüre, eine relativ dünne Masse, also dünne Schokoladenmasse, welche sich zum Spritzen nicht so eignet. Jetzt geben wir in diese Masse tröpfchenweise Wasser zu. Durch die Zugabe von Wasser wird die Kuvertüre fester. Tröpfchen Wasser, eine Minute rühren. Wieder Wasser zu und wieder rühren. Und achtet drauf, dass ihr rührt, nicht etwa so Luft unterschlagt, also wirklich rühren. Und die Masse wird natürlich immer dicker. Also jetzt haben wir praktisch so eine richtig dicke Masse, die ihr gar nicht mehr aufspritzen könntet, selbst wenn ihr wolltet. Immer weiter rühren. Und wieder Wasser zu geben. Ich habe das jetzt hier mal ein bisschen abgekürzt, weil dieser Rührprozess und Wasserzugabe kann durchaus 20 Minuten dauern. Ich weiß, ich kann mich daran erinnern, in der Berufsschule damals haben wir uns mehr oder weniger totgerührt an den Dingern. Irgendwann wird die wieder dünner und ihr habt so eine relativ dünne und zähe Masse, mit dem ihr jetzt eure Pitifor-Muster oder eure Muster auf der Torte spritzen könnt. Die nicht zu verwechseln mit einer temperierten Kuvertüre, die man auch leicht andicken kann, wo dann Pitifor-Muster entstehen, die man abnehmen kann. Das ist jetzt hier reine weg eine Spritzschokolade, um einfach Muster auf ein Pitifor oder auf eine Torte rauf zu spritzen oder um irgendwelche Namen oder irgendwelche Texte zu schreiben. So, und wenn die dann jetzt wieder halbwegs geschmeidig ist und auch
so ein bisschen anfängt wieder zu fließen, kann man damit ein Pilifo-Muster spritzen oder einen Text schreiben. Jetzt werde ich euch noch zeigen, wie man da eine Tüte dreht. Da habe ich jetzt hier einfach so ein Fettpapier. Habe mir jetzt hier so ein Dreieck gemacht. Das drehe ich einfach mit einer Spritztüte zusammen. Klappe sie oben um. Jetzt habe ich eine Tüte. Die ist unten jetzt hier an der Spitze noch geschlossen. Wichtig ist erst hier, wenn wir jetzt die Kuvertüre eingefüllt haben oder die Spritzschokolade, dass dieser Schluss nachher beim Zudrehen immer auf der gegenüberliegenden Seite ist. Das heißt, wir füllen jetzt unsere Spritzschokolade ein. Und schließen unsere Tüte, indem wir sie zusammenfalten. Ist hier ein bisschen viel drin. Und wickeln sie so auf. Wichtig, dieses Teil jetzt muss immer auf der Seite sein, der gegenüberliegenden Seite sein, wie er wickelt. Der nächste Schritt wäre, je nach Dicke des Fadens, welchen wir haben wollen, schneiden wir jetzt hier einfach ab. Würdet ihr die falsch rumwickeln, kann es passieren, dass der Faden sich beim Spritzen immer kräuselt. So, jetzt haben wir einen wunderbaren Faden, mit dem wir ein Pilifo-Muster spritzen können. Das werde ich euch jetzt auch noch zeigen. Pilifo-Muster gibt es im Netz etliche Vorlagen. Ihr seht, der Faden reißt nicht. Er ist wunderbar elastisch. Ihr könnt damit also wunderbare Muster erstellen. Das ist jetzt relativ groß gespritzt nachher auf einem Pedifur. Ist sowas natürlich wesentlich kleiner. Am besten ihr macht euch eine Schablone und übt ein paar Mal vorher drunter. Natürlich könnt ihr jetzt auch hier wunderbar irgendwelche Namen schreiben. Zum Geburtstag zum Beispiel. Nur so als Beispiel. Wer sich jetzt diese Arbeit nicht machen will, eine Nuss-Nougat-Creme, muss jetzt nicht zwangsläufig der Hersteller sein, geht genauso oder fast genauso.
dass der Faden allerdings ein bisschen unelastischer, so dass man da beim Schreiben eventuell ein bisschen mehr Probleme hat. Der reißt gerne schneller, aber ist natürlich eine Alternative, die wesentlich schneller geht, als jetzt Spritzschokolade herzustellen. Von der Farbe her auch ein bisschen heller, aber zur Not geht es auch. Beim Schreiben, wenn man direkt mit der Tülle mehr oder weniger auf der Torte oder auf dem Stück ist, ist es kaum ein Unterschied. Lediglich, wenn man ein Petit-Four macht, wo man den Faden länger ziehen muss, um ihn zu legen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht auch dieses Mal nach. Solltet ihr jetzt irgendwelche Vorschläge haben, was ich für euch als nächstes backen soll, einfach in den Kommentaren euren Wunsch hinterlassen. Ich werde versuchen, dieses dann möglichst bald für euch umzusetzen. Danke sehr.